Hallo meine Freunde, Zack wieder hier mit der Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Beim letzten Mal hatte ich ein bisschen aussortiert. Beim letzten Mal sind wir auf der Flucht und wir sind immer noch auf der Flucht und wollen jetzt weiter. Und ich habe vergessen, mir einen Timer zu stellen, was mir jetzt relativ egal ist gerade. Mach ich bei der nächsten Folge. Bist du fertig? Go. Ich glaube, wir müssen auf den Klirrberg. Gut, also strengen wir uns an, bla bla. Das andere ist ja nur wieder Farming-Möglichkeiten, wo ich doch ganz froh bin, dass sie dran gedacht haben. Ach ja, wir haben ja Absol. Hi. Was machst du an Schaden? Gar keinen, okay. Du hältst einiges aus, was zur Hölle? Okay, Geralt. Sieht hier sehr komisch aus. Ich würde gerne so schnell wie möglich hier durch. Weil ich einen Schal finde, ein Spezialband. Und weiter. Schauen wir doch mal. Oh, ein unnützer Plosivsamen. Und ein Wabu. Also entweder liegt das an meinem Level, dass die nicht treffen. Weil ich mich ein bisschen zu sehr overlevelt habe. Oder die sind hier nicht allzu stark. By the way, ich kann ja eigentlich am Team gucken, welches Level hat Absol. Absol ist Level 20. Ich bin Level. Können zwei Level den großen Unterschied machen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Schön, dass du auf die Platte getreten bist und schön, dass das hier so ein unnötig komplizierter Weg ist. Roms. Stirb! Okay, Ruckzuckhieb einmal quer über das Eis. Ist klar, der Fuck. Ach, da unten muss ich lang. Komm, geh mich aus dem Weg. Ja, ist okay. Stirb. Danke. Machen wir, Blue. Komm. Geh weg. Danke. Oh, ja, kurz. Macht ihr das mal. Danke. So. Hat gesehen, ich habe ja immer noch den Dingens drin. Ein Kreideschrei. Kombi bei Zero. Tacken. Nochmal lieber Rucksackhieb und Absorber. So. Ein Ausdauerband, okay. Da ist nix. Ist auch schön der Riesenraum hier. Na komm. Danke. Eisendorn, okay. Interessant. Ist wahrscheinlich auch so ein Wurf-Item. Da ist ein Girokrok. Yay! Die sind so nötig. Ich sammle sie trotzdem. Nee. Oben lang. Oben war verkehrt. Ups. Ich sollte nicht nur auf die Karte gucken. Ich sollte auch vielleicht mal gucken, wo ich hinrenne. So, rum. Und rechts. Eine Linkbox. Die kann man vielleicht noch gebrauchen. Weiter. Und auf E5 treffen wir auf nichts. Key. Und auf E6 treffen wir auf Geld. Und auf E7. Hat mir ebenfalls auf nichts, wie es aussieht. Jo. Das ist schön. Das geht. So geht das auch angenehm. Nur wenn das Ganze. Palim. Hi. What the fuck? Nee, das gefällt mir gar nicht. Okay. Zero reicht aber 22, yay, 3, 2, what the f... Ist echt gut. Nice. Na komm, geh kaputt. Was ist denn Quatsch? Danke. So, warum musst du jetzt auf mich gehen? Du hast einen Schwertanz drauf, mach das Ding kaputt. Danke.
So, voll geheilt. Das ist ganz an. Ne. Das ist ganz angenehm, was man sich so voll heilen kann. Habe ich zwar vielleicht schon mal erwähnt, allerdings. Ist das wahrscheinlich schon etwas her. So, wir sind jetzt knapp 5 Minuten in der Folge. Und es ist nichts Spannendes passiert, außer dass ich ein Moontier treffe. Bitte. Das ist halt Kratzer ins Gesicht. Kein Ding. Okay. Ja, ich die Treppe direkt neben dem Raum, wo wir eben drin waren. Sehr gut. Was war's gerade? Ich bin nicht vor Hunger. Lass mal gucken. Eine TM. Ich habe noch 19 Mal das Amt. Schaufler, nice. Das könnte interessant werden. Schnee, geil. So. Und hier haben wir nichts. Was haben wir da unten? Noch mehr nichts. So. Hier ist auch nichts. Ich bin nicht verhungert. Das ist nicht gut. Jetzt esse ich noch einen Apfel. Ein Äpfelchen. Oh. Fixierte Attacke ist leer. Nehmen wir die nächste. Roms. Roms, Roms. Yay. So. Und wir finden eine Abzweigung, ein schlafendes Zähnchen. Was man in Ruhe lassen könnte, wenn man schlau wäre. Wow. Zero, du bist mein Held. Weiter. Was haben wir hier? Zwei Gummis. Oh nein. Okay. Roms, Roms. So. Was ist das denn? Ein Braungummi. Wahrscheinlich für Boden-Pokémon speziell. Jo. Oh. Sehr schön. Weiter. Schon E12. Okay, das geht doch relativ zügig heute. Okay, wir haben wie viele Ebenen jetzt schon fast instant übersprungen? Ziemlich viele. Ein Gummi. Letharking? Nicht ernsthaft. Hier rennen Letharkings rum. Sind die wahnsinnig? Die haben im Originalspiel die gleichen Werte wie Kyogre und Groudon. Hauen aber nicht wirklich rein. Und. Okay, ich erreiche Level 23. Sehr schön. 2, 1, 1, 1. Sehr schön. Hier ist nix. Aber die Letharkings gehen ja noch. Es geht ja noch, ist ja noch kein Metagross. Da kommt's. Was ist das? Hallo. Könntest du bitte angreifen, Absol? Absol, please, du hast einen Ruckzuck-Hieb. Absol, ich bin 21, yay! Biss, nice. Obwohl, den Silberblick könnte man super damit kombinieren. Verhöhner mal weg. Ja. Yay, komm. 2, 1, 1. War nicht so prickelnd. Nur ich habe das Gefühl, Zero steigt immer ziemlich hart auf. Hm. So. Wir sind jetzt in A. Sehr gut. Ich liebe meinen Aufmaler-Vorhang. Ich wollte gerade gucken, welche Ebene wir haben. Das kann ich nur in dem Fenster auf dem Ding jetzt nicht nachsehen. Auf dem PC-Fenster. Weil ich da meine Anzeige von meinem Aufnahmeprogramm habe. Hey ja. Fipitis laufen hier rum, okay. Oh, da ist das Fipitis. So ein Schlecker, den ich nicht gut finde. Metallklaue. Na komm. Danke. Das hätte auch ins Auge gehen können. Brüller. Oh, ja, kann man verkaufen. Wenn ich irgendwie da irgendwann mal. Na, super Sackgasse.
wenn ich irgendwann mal dazu wieder komme, wieder zurück ins Dorf zu gehen. Weil ich weiß, dass man irgendwann wieder zurückkommt. Ich weiß nur nicht wann. Eieiei. Auch wenn das Spiel bisher ganz ordentlich ist, sag ich mal. Es ist kein Überhammer, aber es ist ein ordentliches, ein solides Spiel. Wenn ich das hier mal so sagen darf. Also für mich ist es jetzt kein Überhammer. Weil, ich weiß nicht. Dungeon Crawler müssen schon echt gut sein, damit sie mir richtig gut gefallen. Das hier ist so, boah, ist okay, kann man spielen, aber teilweise gibt es dann doch Stellen, die etwas nervig sind. Beispielsweise Bosse oder ganze Gebiete neu zu machen, weil man nicht permanent speichern kann. Au, Giftspeicher ist nicht nett. Eieiei. Bei so, jetzt weiß ich auch, was ich nochmal machen wollte eigentlich. Oh, scheint es endlich zu sein. Ah, ne, bitte. Speichern wir. Ich wollte eigentlich noch nachsehen, wie lange oder wann Glumanda denn anfängt mal vernünftigere Attacken zu lernen. Aber Flammenwurf und sowas kommt wahrscheinlich auch erst so Level 30 rum. Yay, clever Gipfel. Noch ein Dungeon. Geil. Aber passt schon. Wir haben ja Zeit. Wir haben ganz viel Zeit hierfür. Ich wünschte, ich würde ein Team aus Wasser... Wow, ich gucke voll in die falsche Richtung. So. Wollt ihr mich verarschen? Was sind die ganzen Firnantors hier? Yay, mein Angriff ist gestiegen. So. Nochmal. Nice. Alter. Wow, jetzt wandelt ich die. Okay. Na komm. Okay. Die Attacke Metallklau sollte ich niemals vergessen lassen. Und da war glücklicherweise eine Wand im Weg. Wow. Das halte ich jetzt wahrscheinlich nicht. Ich glaube, auf der Ebene sehen wir uns dann kurz doch mal ein bisschen genauer um. Einfach weil ich gerade so übermäßig stark bin. Und die Dinger hier ganz gut Erfahrungspunkte geben. Alter. Wenn ich das bis... Ein Raum mit... Warum hat er hier drei dieser Felder generiert? Wow. Alter. Kann ich das jetzt eigentlich nachsehen in dem Spiel, wie stark ich aktuell bin? 51 wird mir jetzt angezeigt. Jetzt würde ich mal tippen, ist mein Wert wieder normalisiert, ne? Na, bleibt bei 51. Schätze mal, das liegt an dem Band, was ich angelegt habe. Nicht daran. Firnantor, yay. Hi, Firnantor. Ja, ich bin wieder normal. Doom! Das war so das Firnantor, was das Geld aufgehoben hat. Okay. Mehr Geld. More Gummis. So. Und weiter. Eieiei. Und weiter. Na komm. Gehen wir nochmal eine Treppe direkt nebenan. Schade. Da geht's nicht weiter. Na komm. Stirb. So. Wie viel habe ich eigentlich noch an? Noch. Ach ja, stimmt, ich wurde ja geheilt. Ich wurde ja geheilt, weil ich die Mitte erreicht hatte. Das habe ich total vergessen, man wird ja dann geheilt. Oh Gott. Lass das. Moment, hat... Nein, lass den Schwarzen. Lass das. Danke. Wow, Doppelteam-Spammer hier. Was hat Absol? Wurde langsamer. Achso, hat Erzwinger deshalb. Oh Gott, danke. Ich wollte sagen, bitte habt das jetzt nicht die ganze Zeit über. Weiter, E5. Ah, scheint hier ganz oben zu sein. Das sieht nach einer Sackgasse aus. Endlich sind wir da. Das ist der Gipfel. Ach ja.
Wir wollten ja zu Vulnona, da war ja was. Ja, ich frage mich, wo Vulnona ist. Da sind sie. Ich habe Zauber entdeckt. Gut, ich sehe sie. Oh Gott. Simsala! Es ist nämlich Zeit, endlich haben wir euch. Nur wegen eurer Flucht sind wir überhaupt so weit draußen. Nur die Ruhe, Despota. Endlich können wir die Sache abschließen. Ich kann mich kaum zurückhalten, meine Klauen zuckend schauen. Ich will einen Kampf. Zero. Nimm es mir nicht übel. Ich weiß einfach nicht, wie man Gnade zeigt. Nett. Zarok. Dieses Ende habe ich nicht gewollt. Aber so ist es nun einmal unser Schicksal. Der Zweck eines Retterteams ist es, den Frieden zu bewahren. Wir werden euch mit all unserer Macht bekämpfen. Es beginnt. What the hell? Unterlass das auf der Stelle. Was? Wow. Vulnona. Was war das gerade? Alter, wie sieht denn... Was? diese Bilder, diese... Wie geil. Das ist Vulnona. Okay, er sieht nicht ganz so schlimm aus, aber Simsala und Glurak sehen göttlich aus. Ja, die Legende, sie ist wahr. Hört sofort auf zu kämpfen, Simsala. Das sind meine Gäste. Sag uns, Vulnona. Wer war der Mensch aus deiner Legende? Nein, mehr noch, ist die Legende tatsächlich wahr? Je nach deiner Antwort muss ich sie möglicherweise beseitigen. Ich finde das immer noch sehr freundlich formuliert alles. Ob mein Fluch für Legende gehalten wird oder nicht, ist ohne Belang. Jedoch, es geschah wirklich. Vor vielen Jahren versuchte ich, einen Menschen mit einem Fluch zu belegen. Doch damals schritt Gardevoir, der Partner des Menschen, ein und bewahrte ihn vor dem Fluch. Selbstlos ertrug es die volle Wucht des Fluches, der eigentlich für den Menschen bestimmt war. Und der Mensch verhielt sich egoistisch und feige. Er ließ Gardevoir im Stich und floh. Und dennoch wurde dieser Mensch später zu einem Pokémon. In Gestalt eines Pokémon lebt dieser Mensch seither. Und dieser Mensch ist wer? Wer ist dieser Mensch, von wem du sprichst? Zarok? Sei ohne Furcht, nicht du bist dieser Mensch. What? Aber was hast du da gerade gesagt? Zarok ist nicht der Mensch aus der Legende, das sagte ich. Was? Oh mein Gott, wir haben uns geirrt, wie könnten wir nur so dumm sein? Oh, er heult gleich. Was ist nur los mit mir? Ich bin so angespannt, ich kann mich nicht bewegen. Ruhig atmen. Ein aus, ein aus, ein aus. Ja, puh. Oh, wow, fantastisch! Was macht er da gerade? Großartig! Ich wusste, dass Zaug nichts damit zu tun hat. Ich wusste es. Niemals würde Zaug solche schrecklichen Dinge tun. Da ist noch etwas, das erwähnt werden muss. Es ist wahr, ich sah voraus, dass die Welt aus dem Gleichgewicht geraten würde. Jedoch, der zum Pokémon gewordene Mensch hat nichts mit dem Ungleichgewicht der Welt zu tun. Der Grund für die Naturkatastrophen ist ein anderer. Hey ihr! Ihr habt falsch gelegen. Ihr habt einen Fehler gemacht, als ihr Zarok gejagt habt. Wir müssen uns entschuldigen. Oh, tut uns leid. Dieses Gänge hat uns aufgehetzt. Gluraks Sprites sind echt seltsam irgendwie. Nein.
Ich habe Gegner gleich von Anfang an. Ich habe Gänger gleich von Anfang an verdächtigt. Zarok sieht aus, gar nicht so heimtückisch aus. wenn doch etwas, ist doch nur so wäre. Aber ich muss sagen, ihr verdient Respekt, dass ihr auf dieser langen und harten Reise die Wahrheit herausgefunden habt. Beeindruckend, Zarok. Was war jetzt eigentlich nochmal der Grund dafür, dass sich Absol angeschlossen hat? Aha, ausgezeichnet. Ich wusste von Anfang an, dass ich recht haben würde, war. Was? Oh, warte mal. Warum wurde Zarok dann zu einem Pokémon? Wenn Zarok nicht der Mensch ist, der in dieser Legende erwähnt wird, wie erklärst du dann die Tatsache, dass Zarok zu einem Pokémon wurde? Zarok? Wer bist du? Ich bin seit fast 4 Jahren jetzt Let's Player auf YouTube. Nein. Fangen wir nicht damit an. Oh, der Boden bewegt sich. Erdbeben! Yay! Glurak, lass den Scheiß. Die Erdoberfläche bricht auf. Die Naturkatastrophen verschlimmern sich. Und die Erschütterungen des Erdbodens werden ein Geschöpf in den Tiefen dieser Welt erwecken. Ein Geschöpf, das bisher ungestört stief. Groudon wird erwachen. Was? Groudon erwacht? Groudon! Was ist das? Was ist ein Groudon? Eine Legende, ein legendäres Pokémon, das in alten Mythen auftaucht. Es ist das Pokémon. Womit ein legendäres Pokémon, was in Mythen auftaucht. Hä? Okay. Es ist das Pokémon, das die Landmassen geformt und den Kontinente gebildet hat. Es heißt, es sei nach katastrophalen Kämpfen mit seinem Erzfeind Kyogre im tiefen Schlaf gefallen. Sollte Groudons Kräfte entfesselt werden, wird Chaos die Welt regieren. Es muss aufgehalten werden. Wir werden gehen. Wir gehen auch. Nein, ihr bleibt hier, ihr müsst bleiben. Groudon ist weit stärker als jedes Pokémon, das ihr bisher getroffen habt. Überlasst das uns. Jawohl, so ist es. Geht erstmal in eure Basis zurück und macht eine Pause. Macht euch keine Sorgen um uns. Es ist schon ein Grund, warum wir den Goldrang tragen. Wir erledigen das und sind wieder zurück, so bevor ihr euch auch nur umschauen könnt. Yeah. Gut. Wir gehen und kümmern uns um Groudon. Ah. Ich sollte das mit dem Stimmenverstellen doch lieber lassen. Und so machte sich Simsalas Team auf, in den Tiefen der Erde nach dem erwachenden Groudon zu suchen. Unterdessen beendete das Team von Zarok, nun befreit von den Wüstenverdächtigungen, seine lange und qualvolle Reise und kehrte wohlbehalten und glücklich in seine Retterteam-Basis zurück. Wir sind, glaube ich, noch nicht mal ganz 20 Minuten rum. Ja, ich möchte speichern. Hi. Speichern. Yay. So. Währenddessen zurück auf dem Poképlatz. 2 Stunden später. Hey, ihr da. Warum seid ihr nicht unterwegs, um das Team von Zarok zu jagen? Du hast leicht reden. Das ist zu viel für uns. Das heißt, das Team von Zarok sei schon sehr weit weg. Wir können es jetzt höchstens bis zur Lapishöhle schaffen. Ich war auch an der Jagd beteiligt. Aber sie flohen zum Feuerberg. Nichts in der Welt könnte mich dahin bringen. Und da habe ich ihre Spur verloren. Ich bin vom Typ Pflanze, wisst ihr? Feuer und ich, was geht gar nicht. Deswegen konnte Gekka mit Zero mitkommen. Okay. Ich weiß nicht, was danach aus dem Team von Zarok wurde. Aber die Flüchtigen, wenn man sich überlegt, dass sie ihr Leben auf dem Feuerberg riskieren, das ist die sind ziemlich zäh geworden. Das kann man nicht, da kann ich nicht mitteilen. Nee. Was seid ihr für Weicheier? Nee. Du bist ein richtiges Großmaul. Was ist mit deinem Team, Gengar?
Ihr hängt hier nur auf dem Poképlatz herum und lehnt euch zurück. Macht euch mal, macht doch auch mal mit. Los. Haltet uns da raus. Unsere Aufgabe ist es, vom Ende von Zarok zu erfahren und das weiterzugeben. Du spielst dich vielleicht auf. Ach du meine Güte, Jemine. Das erinnert mich jetzt irgendwie an Power Rangers. Oh je. Es ist Meditales. Meditales, was ist los? Zarok ist... Ja, endlich sind wir Zarok los. Ja. Nein, im Gegenteil. Zarok ist zurück. Ja, was hast du gesagt? Hello. Hey, da drüben. Zarok. Sie sind zurück. Hallo Leute, wir sind wieder zurück. Und die Musik ist laut, egal. Endlich sind wir wieder hier. Wir waren sehr lange fort. Irgendwie weckt dieser Platz nostalgische Erinnerungen in mir. So, okay. Hey, Zarok. Hey, Zero. Ach, du bist es, Gengar. Ist ja eine Weile her. Nee. Was soll diese unverschämte Selbstsicherheit? No. Vielleicht. Gengar? Alles, was du gesagt hast, war falsch. Zarok hat gar nichts mit der Sache zu tun. Zarok traf keine Schuld. Was? Ist das wahr? Ja, wir haben Monona gefunden und gefragt. Zarok ist nicht der Mensch aus der Legende. Wir sind zurückgekehrt, weil wir die Wahrheit herausgefunden haben. Ich hab mich verschluckt. Moment mal. Man kann dir nicht trauen. Wenn du so eine Behauptung aufstellst, dann musst du das beweisen. Beweisen? Ganz genau, knallharte Beweise. Lass uns Beweise sehen, na los, wird's bald. Beweise? Wir haben keine Beweise. Ja, zu schade, dass du nichts beweisen kannst. Aber schön, dass du hergekommen bist, schön blöd. Das erleichtert uns die Arbeit. Ja. So, meine Pokémon, das ist eure Chance, Zarok loszuwerden. Ja. Was ist denn? Wollt ihr Zarok nicht loswerden? Ich habe immer an Zarok geglaubt. Auf dich falle ich nicht herein. Ich bin raus. Das Team von Zarok hat mich gerettet. Ich habe mich nur schweren Herzens an der Jagd beteiligt und nur weil du so darauf bestanden hast. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Zarok wirklich so böse sein soll. Ich habe euch genug gehört. Ich glaube, Zarok. Ich habe auch genug gehört. Oh. Diese Versprecher. Ja, genau. Wer braucht Beweise? Na. Leute. Extrablatt. Pelipper Post. Ich kann... Animationen. Das sieht cool aus, wie er das sich da gerade gedreht hat. Was ist das? Sieht aus wie eine Zeitung, nicht? Oh mein Gott, er hat es tatsächlich aufgehoben. Okay, ich lese mal vor. Also hier steht... Pokémon-Zeitung Extrablatt. Zarok unschuldig. Zarok traf Alola unter dem wachsamen Auge von Simsala. Und konnte beweisen, dass keine Verbindung zu den Menschen aus der Legende besteht. Daraus ergibt sich, dass Gengars Behauptungen hinterhältig und böse Verleugnungen waren. Ende. Du Dreckiger! Nichts wie weg! I'm firing my lasers! Blark! Das hätte jetzt eigentlich so gefehlt. Alle, auch Raupi, setzen Hyperstrahl ein. Boom! Hat keine Wirkung gegen Gengar. Halt, du Lügner! Du hast uns betrogen! Okay.
Willkommen zurück. Ja, es ist gut, wieder hier zu sein. Wir sind zurück, wie versprochen. Ja, ich bin froh, so froh, dass Zaron nicht mehr unter Verdacht steht. Oh ja, ich bin auch froh. Nun müssen wir von niemandem mehr davonlaufen. Zarok, wir sind beide müde. Ich gehe und leg mich schlafen. Morgen früh sind wir wieder als Retterteam, ja. Yell! Am nächsten Morgen. Sehr schön. Und damit ist die Flucht beendet. Ich kann wahrscheinlich endlich... Oh, wir hatten gar keinen Platz mehr. Sehr gut. Und damit würde ich auch mal sagen, wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Werden wir erstmal ein bisschen sortieren wahrscheinlich. Also ich kann schon mal ankündigen, die nächste Folge, der Anfang wird wahrscheinlich ein bisschen Menüarbeit sein. Aber dann gucken wir mal, dass wir weiterkommen. Also ich bin Zarok, bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.